Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich mache weiter mit den Filmen von dem Fantasy Filmfest White Nights Berlin 2017, die ich persönlich gesehen habe. Und der zweite und leider auch letzte Film, den wir sehen konnten, weil zu Hunt for the Wilder People, wie gesagt, die Karten waren ausverkauft. Das war Safe Neighborhood, über den wussten wir eigentlich so gut wie gar nichts. Alles, was wir wussten, worum es in diesem Film geht, ist, dass es hier um einen Jungen geht namens Lucas, der, glaube ich, in dem Film 12 oder fast 13 war. Der hat einen besten Freund und es ist heilig Abend und seine Eltern fahren weg und lassen sozusagen seinen Babysitter bei ihm. Und seinen Babysitter, den würde er gerne rumkriegen. Den findet er ziemlich scharf und auf den steht er und das versucht er. Und das gestaltet sich ein bisschen schwieriger, als auf einmal anscheinend Leute versuchen, in das Haus einzubrechen. Und mehr sollte man am besten über Safe Neighborhood, also über den Plot des Films, noch gar nicht sagen, weil dann begibt man sich auf sehr, sehr großes Spoiler-Territorium. Denn dieser Film durchläuft wirklich einige Wendungen und man weiß eigentlich nicht wirklich bei dem Film, womit man es zu tun hat, was ich sehr, sehr schön fand. Dementsprechend war Safe Neighborhood für uns eine ganz, ganz große Überraschung, weil wir haben uns sehr wenig über diesen Film informiert und uns allen hat dieser Film richtig, richtig gut gefallen. Diese Review kommt jetzt wahrscheinlich schon ein Jahr ungefähr im Voraus zum normalen Kinostart, weil dieser Film spielt halt an Heiligabend, ist ein Weihnachtsfilm und der Film kommt wahrscheinlich erst Weihnachten 2017 regulär in die Kinos, aber deswegen schon im Vorfeld jetzt die Review für euch. Ich muss sagen, Safe Neighborhood hat wirklich von vorne bis hinten absolut Spaß gemacht. Der Film startet noch als so eine typische Comedy eigentlich und ich muss definitiv sagen, der Regisseur hat ein Händchen für Comedy. Also der Film ist wirklich unglaublich witzig und auch wenn er später im Verlauf des Films teilweise sehr horrorfilmmäßig, sehr terrorfilmmäßig und fast schon in diese Torture-Porn-Ecke abrutscht, ja, das habe ich gerade wirklich gesagt. Also der Film wird an einigen Stellen wirklich sehr, sehr böse und sehr, sehr verstörend. Dabei hält er trotzdem immer noch dieses gewisse Maß an Comedy mit bei, was dem Film zu seiner wirklich pechschwarzen, düsteren Komödie macht. Und wer mich kennt, der weiß auch, so was stehe ich. Wie gesagt, American Psycho ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und dieser Film fährt so ein bisschen die ähnliche Schiene wie American Psycho, gerade was die Hauptfigur angeht. Und das fand ich doch, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr schön. Deswegen, glaube ich, können wir gespannt sein, was der Regisseur als nächstes noch macht. Und wenn er Comedies macht, dann können wir uns da definitiv auf ein paar ordentliche Lacher einstellen. Wie schon gesagt, bei Safe Neighborhood weiß man nicht wirklich, womit man es zu tun hat. Um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, sogar bis zur Hälfte des Films. Der Film führt einen ständig an der Nase herum, was für mich persönlich eine sehr, sehr gute Abwechslung war, weil diese typischen Slasher-Home-Invasion-Filme, die hat man ja jetzt schon zuhauf gesehen und einen Film, der das Ganze mehrmals 180 Grad rumdreht, das war doch eine sehr, sehr schöne Abwechslung und dieser Film schreckt definitiv nicht zurück vor wirklich bedrückenden und verstörenden Szenarien, aber was ich sehr, sehr schön fand, der zeigt nicht immer alles. Es ist jetzt keine Splatter-Orgie, kein absoluter Gore-Film oder so. Man sieht definitiv an einigen Stellen Blut, aber das meiste spielt sich dann doch im Kopf des Zuschauers ab. Alle Darsteller in dem Film, muss man ganz ehrlich sagen, machen definitiv einen sehr, sehr guten Job und sind auch sehr gut in diesem Comedy und allerdings dann auch wieder in diesem Horror-Part und spielen alle ihre Rolle wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr glaubhaft, muss man sagen. Und der junge Darsteller von dem Lucas hier hat einer meiner Kumpels zum Beispiel gesagt, der spielt so ein bisschen wie Leonardo DiCaprio. Keine Ahnung, wenn ihr den Film dann gesehen habt in einem Jahr oder so, dann schreibt das mal unten in die Kommentare, ob ihr das auch so fandet. Aber es ist ein bisschen schade, dass ich jetzt eigentlich gar nicht spoilern kann zu Safe Neighborhood. Das würde ich wirklich sehr, sehr gerne, aber dann nehme ich euch definitiv viel Spaß von dem Film weg. Ich kann bloß sagen, das ist so ein Film, den würde ich mir definitiv noch ein zweites Mal angucken. Vielleicht dieses Jahr zu Weihnachten, weil ich glaube, wenn man den noch ein zweites Mal sieht, dann ist das so ein Film, dann achtet man eher auf Sachen, die in der ersten Filmhälfte passieren, die vielleicht schon angeteasert werden, aber auf die man beim ersten Mal schauen noch nicht so wirklich achtet. Viel mehr kann ich leider zu diesem Film gar nicht sagen, außer dass ich persönlich als jemand, der wirklich sehr, sehr viele Horrorfilme gesehen hat, mittlerweile schon an einigen Horrorparts so dachte, das hätte man jetzt noch mehr ausreizen können. Das ist schon sehr unbequem zu gucken und an sich sehr gut, aber lass diese Szene ruhig noch länger gehen. Für mich persönlich hätte das ruhig noch härter und noch ein bisschen mehr an die Psyche gehen können. Ich bin da wahrscheinlich auch eher der Ausnahmefall, weil der Kinosaal hat getobt und wir alle hatten super viel Spaß mit diesem Film. Aber ich persönlich hätte gewünscht, dass der Film noch einen Schritt weiter geht, noch diese gewisse Grenze überschreitet, vielleicht doch ein bisschen mehr Splatter mit reinnimmt oder doch ein bisschen mehr die Dialoge ausreizt und die Situation einfach ein bisschen mehr in die Länge zieht. Das sind nämlich so die Szenen, auf die kommt es mir immer bei einem guten Horrorfilm an, diese wirklich langgestreckten Phasen, wo es wirklich unangenehm und unbequem wird zu gucken.
Trotzdem muss ich sagen, das soll jetzt gar kein großer Negativpunkt sein, das ist eher was Persönliches. Safe Neighborhood hat richtig, richtig Spaß gemacht und schaut euch den Film definitiv an, wenn er dann hier rauskommt. Von mir gibt es wirklich sehr gute 7,5 von 10 möglichen Punkten für diesen Film. So, denn das war's von mir zu den Filmen, die wir auf dem Fantasy-Filmfest White Knights, oh, ist das ein langer Name, Berlin 2017 gesehen haben. Wie gesagt, Hunt for the Wilder People, Karten waren ausverkauft, wird dann zum DVD- und Blu-ray-Start nachgeholt. Checkt auch den Vlog aus, den ich hochgeladen habe, dann könnt ihr uns so simultan folgen. Ihr wisst schon halt, ein Vlog. Dann würde ich sagen, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.